Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, heute geht's mit Steffi auf Verkaufstour. Das sollte eigentlich relativ schnell gehen, wenn wir das aussortiert haben. Und dann geht's ab zum Händler und dann eventuell noch auf eine kleine Loot-Tour. Gut, das zu Steffis Abenteuer heute. Und ja, heute möchte ich euch gerne mal ein bisschen in meinen Kanal einladen. Also so Infos, die man sonst so eigentlich nie kriegt von den YouTubern. Mit Aufrufe, wie viele Abonnenten, wie viele nicht und was weiß ich, ne? Fangen wir direkt erstmal an, und zwar mit der Kanalanalyse. Aktuell läuft dank Projekt Castaway mein Kanal ganz gut. 22.570 Abonnenten, und ihr seht, plus 38, das stimmt aber nicht, das ist eine völlig falsche Zahl, die ist jeden Tag immer anders, keine Ahnung. Vielleicht ist er morgen wieder minus 15, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat sich das jetzt gut 50, 60 Abonnenten mehr gebracht. Das Spiel finde ich ganz cool. Ne? Das als kleine Info. Dann die Wiedergabezeit von Abonnenten. Zeit spielt hier gar keine Rolle. Denn ja, Nutzer ohne Abo und Abonnenten. Also das sind 56,5%, eigentlich eine gute Zahl, die Videos nur gucken, aber gar kein Abo haben. Dementsprechend, lasst mal einen Daumen hoch da und abonniert. Und es sind 43,5% Abonnenten, die meine Videos gucken. Ja, da kann man eigentlich schon fast zufrieden mit sein, weil ich abonniere auch nicht jeden, den ich schaue. Dann seht ihr mal die Einnahmen dieses Monats. Einfach mal, damit ich hier ganz offen und ehrlich mit euch spiele und ihr meinen Kanal auch wirklich kennenlernen dürft. Das ist wirklich das, was ich bekomme. Der Monat ist so gut wie zu Ende, da kommen noch ein paar Euro drauf. Hier haben wir einen Tag, da habe ich an den einen Tag 9,24 Euro verdient. Waren wohl viele Aufrufe. Sieht man ja auch an der Kurve. Dank Projekt Castaway einfach nur. Ne? Scum ist ja mittlerweile gar nicht mehr so der Bringer auf meinem Kanal, aber ich liebe das Spiel und muss es spielen. Dann, was für ein Frauenheld ist Timmy? Wenn ich das schon sehe, ne? Weiblich 5,6%. Ist von euch einer jetzt weiblich, der zuschaut? Und 94,4% männlich. Ja, und keine Diversen gucken mir zu. Warum nicht? Ich habe überhaupt nichts gegen Divers. So, und die Altersgruppen sind natürlich auch krass, ne? 35 bis 44 Jahre, also mein Alter schauen am meisten. Na, der Rest sieht er ja selber. Und sogar über 65. Ich grüße euch über 65-Jährigen. Gut, das war mal so ein kleiner Einblick in meinen Kanal. Habe jetzt schnell mal gemacht. Gehen auf unsere kleine Steffi und los geht das Abenteuer. Ich hoffe, ihr habt mal einen schönen kleinen Einblick bekommen. Der immer noch auf meinen Rettungsdienst-Vlog wartet. Ich bin fast fertig mit meinen Planungen dafür und versuche noch bei der Feuerwehr eine Drehlizenz zu bekommen, sozusagen. Da muss ich mit der Stadt in Verbindung setzen und mit der Feuerwehrleitung, ob ich drehen darf und sowas. Das ist immer so eine Sache. Ne? Ich würde euch gerne mit auch in Einsätze nehmen. Aber das muss natürlich dementsprechend perfekt sein, weil man darf keine Patientendaten zeigen. Man darf gar nichts zeigen. Ne? Man darf die Gesichter nicht zeigen, von meinen Kollegen nicht, außer sie genehmigen mir das. Und. Wie gesagt, das soll ein richtig geiler Vlog werden. So, Gruß Thomas Kiste ist immer noch da. Ist sie schon wieder voll? Er hat sie schon wieder gefüllt. Irre, also wir werden die Basis immer reparieren können. Und da ist die Schublade gerade aufgetaucht. Da. Hä? Ich gucke auf Gerümpel und sehe die Thomas-Kiste. Okay, ich habe schon ein bisschen sortiert. Mann, die Kisten gehen immer von alleine zu. Ist das bei euch auch so? Ne? Also eigentlich wollte ich ja eine Modenschau machen, aber ich habe noch nicht die richtigen Schuhe. Ne, die müssen wir uns erlooten. Hier unten ist noch ganz viel Verkaufszeugs. Das will ich alles verpulvern. Und noch mehr. Ne? Die Pistolen brauche ich zum Beispiel nicht. Ich habe gerade mal was geguckt, weil ich habe die Glock mir angeschaut. Im Internet. Einfach mal aus Spaß. Da kann man auch auf Dauerfeuer stellen. Ne? Also wie eine Maschinenpistole. Und das geht hier nicht. Ich habe es probiert. Also das nur mal als Nebeninfo. Da ist noch ein Magazin drin gewesen. Nach Heidewitzka. So, dann haben wir das M1. Das würde ich. Ich hatte doch Munition gefunden. Wo ist sie hin? Und. Ne? Also, das wollte ich mir reparieren. Und ein Scope draufpacken. Und zwar ein improvisiertes. B
Wäre es nicht so geizig, ich packe jetzt einfach raus. So. Nur 3 Einheiten gekostet, nicht teuer, oder? 3? Ne, 3,10. Das reparieren wir uns auch mal. Das schleifen wir uns. Oh, das war mein Schleifschein, der ist weg. Okay, das packen wir wieder weg. Und die Tasche ist gut gefüllt, ne? Wir haben ein paar, ich muss mich mal ein bisschen verletzen, damit wir den letzten Skillpunkt noch bekommen. Oder die letzten Skillpunkte für Medizin sind nicht mehr viele. Das heißt also, mal ein Aua machen lassen und dann loslegen. So, dann habe ich heute Morgen schon den Garten gemacht. Also ich habe Unkraut entfernt und irgendeiner hat geerntet, gesät. Oh, mein innerer Monk ist am Vibrieren und am Austicken. Ist aber schön, ich freue mich. Danke, dass du dich ja um den Garten kümmerst. Aber alles kreuz und quer gepflanzt. Ne, hier hast du zwar eine Reihe Zucchinis und dann kommen Chilis und dann kommt, ja, nochmal Chili und dann kommt, die sind schon größer geworden. Und daneben sind einfach nochmal Chilis. Das ist einfach nicht fair. Und dann Zwiebeln. Ich habe hier eine 10er Reihe Knoblauch gemacht, damit wir hier ein bisschen Antibiotika bekommen. Für Lau. Ist das natürliche Antibiotikum. Und ja, wie gesagt, hier ist alles kreuz und quer. Leider wird der für immer reifen. Also der wird niemals erntbar sein hier in den jetzigen Momenten. Also wir können ihn nur entfernen. Und das war's. Also Orangen. Erstmal ein Schluck süppeln. Und dann packen wir uns ein paar Sachen in den Flieger, den wir verkaufen. Ich mache einen Rucksack voll. Das ist der Plan. Müsste irgendwo noch einen rumfliegen haben. Weil ich glaube, Kiste passt da gar nicht rein im Flieger, ne? So, im Auto, TÜV. Mann, ich drücke auf den falschen. Ich spiele schon so lange und drücke immer noch auf den falschen Knöpfen rum. So, ein Flieger war schon was zu verkaufen. 12 Uhr. Ich habe wieder aufgepasst. Ja, da ist was neu gestartet. 12 Uhr. Ach, ich bin einfach ein Profi, ne? Dass ich überhaupt Zuschauer habe, ist schon ein Ding manchmal, ne? So verbummelig, dusselig und keine Ahnung was. Gut. Oh nein, meine Fahrzeuge sind alle weg. Guck mal, blub. Blub. Deswegen bewegen die sich auch immer, wenn man nicht spielt. Blub. Blub, 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 blub. Quad und Flieger fehlt noch. Da ist noch ein. Da ist noch ein Quad. Und jetzt kommt das Flugzeug. Dö, 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 dö. So, wie gesagt, hier hatte ich ein bisschen was drin. Ja, ist auch noch nicht gespawnt. Zum Verkaufen, das will ich aber behalten. Gerödel hier verkaufe ich, das will ich auch behalten. Mein Gott, warum gehen die denn immer zu? Ey, das ist so nervig, ne? Oh. Ey, ich drück nix, ehrlich. Ich drück gar nichts. Habe ich hier noch einen Rucksack drin gehabt? Nee, ey, das ist viel zu klein dafür, ne? Doch hier, der grüne. Der war eigentlich leer, wenn mich nicht alles täuscht. Na, Entschuldigung, verschluck da meinen eigenen Spucke. Und der war nicht leer. Der ist randvoll mit Kacke. Das können wir uns tatsächlich so ein bisschen reparieren. Dann haben wir schon mal einen Rucksack mit Verkaufszeugs. Ein paar Scummies sind hier noch drin. Gammelscummies. Hose, Magazin. Oh, guck mal, das könnte ich doch gut gebrauchen. Ja, das ist typisch Timmy, ne? Also, die... Er weiß nicht mal, wo er was hat. Antibiotika. Habe ich aber auch schon in der Tasche. Das weiß ich sogar, ausnahmsweise. Verkaufen. Schmerztabletten behalten. Verkaufen. Verkaufen. Reparieren und verkaufen. Barett wird nicht viel wert sein. Verkaufen. Weg damit, komm. Sniper Moon behalten. Und da war mein Magazin. 100%. Ja, die sind nicht teuer zu reparieren. Das ist schon mal gut. 9 mm behalten. 9 mm behalten. Das bringt ja eh nichts. Und hier haben wir noch volle Magazine für die MP5. Die werfen wir noch im Fach rein. Schalldämpfer weg. Dreher behalten auf jeden Fall. Wo ist meine Drehertasche? Da unten. So, Airdrops sind immer gut. Helm weg. Verkaufen, verkaufen, eine Nadel behalten, eine Trinkwasserflasche wegschmeißen. Gut, das ist jetzt schon mal ein bisschen was, ne? Was haben wir denn jetzt im Flieger? Wartet. Was wir noch in der Tasche schmeißen können, passt das noch rein? Ja. Obwohl, da war jetzt nur Militärkram drin, das Blödsinn. So. Bitte geh nicht zu, bitte geh nicht zu, bitte geh nicht zu. Die Emotion.
Ich werde keine SVD finden, seien wir ehrlich, komm, weg damit. Oh, da passt aber viel rein. Medikamente, Medikamente behalten. Und das muss ich noch in einer anderen Tasche packen. Dann passt das hier, das passt ja jetzt nicht im Flieger sonst, ne? Darüber kann ich erstmal kurz hier liegen bleiben, ist ja kein Problem. Schau mal, ob wir einen klauen können. Ja, darf ich nicht auf? Hier wollte ich ja gerade reingucken, da war aber nichts drin mehr. Boah, ist da viel Platz drin. So. Und hier ist gar nichts drin. Bei Mili. So, ja, yeah, das haben wir schon mal safe. Da können wir den Flieger schon mal rausparken. Ja. Nein, 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 Abbruch, Abbruch! Ach. Wie soll ich denn durchs Tor kommen? Einfach so? Durch magische Kräfte oder was? So. Naja, ich hoffe, heute gibt Gehalt. Ne? Weil Montag ist ja erst der erste. Dienstag ist, glaube ich, der erste. Ne? Wir haben Pleite. Autorammeln. Aber zu viel Ehrlichkeit ist auch nicht gut. So. Aus die Kiste. Also eine Kiste aus Holz würden wir wahrscheinlich reinkriegen, oder? Wir haben ja hier eine gehabt. Die ist schon wieder weg. Und der ist, müsste rappelvoll sein. Einmal hier hinlegen. Und jetzt muss ich irgendwie an einen scheiß Rucksack kommen, der leer ist. Gucken, was wir noch hier rumfliegen haben. Für Timmy. Ah, das ist die Kiste. Das ist so gigantisch, dieses Teil. Warum ist das so gigantisch? Will ich eigentlich nicht verkaufen. Was ist hier Papier drinne? Masken werfe ich auch mal raus. Benutze ich doch gar nicht. Und Clocks. Crocs, oder wie die heißen. So. Komm her. Geschenkte Sachen will ich nicht verkaufen. Außer die Pistole jetzt, da die leuchtet. Sortieren wir mal kurz raus. Dauert aber auch immer, ne? Das ist ein anderer Feuerwehrhelm, ne? Warum? Ich habe den in. Hier. Tatsächlich wollte ich euch hier zeigen. Einen alten. Er leuchtet nachts immer. So eine Leuchtlackierung drauf. Was ist das? Warum liegen hier Handschuhe drin? Und das schmeißen wir hier drauf. Geht das? Geil. Das Scope kriege ich dann noch nicht drauf, will ich aber drauf machen. Will ich eigentlich auf der M1 machen, aber wir brauchen dafür die Adapter. Ne? Das ist klar. Die ganze Munition lasse ich mal hier, weil wir müssen ja nicht alles mitschleppen. 9. 9. Aber wir haben ja noch eine Meta-Pistole dabei. Aber nur zwei Maga ein Magazin. So. Nö, guck mal hier. Da machen wir doch mal hier gründlich, oder? So. Das Magazin können wir uns mal füllen. Sorry, hätte ich vorbereiten können. Ich gebe zu. Aber. Guck mal, einen haben wir noch auf Ersatz. Mit Munition drinne sogar. Sehr gut. Dann dürfen noch 10 rein, glaube ich. Es ist sehr spannend. Was habe ich denn hier? Kaufen. Benutze sie doch gar nicht. Verkaufen. So. Die lassen wir auch hier. Ich habe leider da eine Waffe vor. Wartet. Zap. 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 Und sehr viel Medikamente. Brauche ich auch nicht alle. Erstmal hier hin. Verkauf kann man die sehr gut, ich weiß, aber mittlerweile wegen Antibiotika, das braucht man relativ häufig, ne? Aber Vitaminpillen nicht. Und das allseits beliebte Martinshorn darf nicht fehlen. Mein Gott, ey. Immer wenn ich Aufnahmen mache, ne? Sonst ist hier Totenstille meistens. So,
Gut, dann scroll ich mal runter. Da sind nämlich Verkaufssachen drin. 100%ige Maske, der Helm, den lassen wir nur hier. Der ist so kaputt. Der lohnt sich ja gar nicht. Zack, zack, zack. Ich weiß nicht, ob ich die Kiste da reinkriege. Das müssen wir erstmal testen. Die darf natürlich nicht so schwer werden. Warte, die hat Muckis. Stell dir mal vor, ich wäre im Neustart losgeflogen. Das wäre wieder so richtig heldenhaft. So, dann. Weil sie in der Hand ist, geht es wahrscheinlich nicht. Nein. Die passt wirklich nicht im Flieger. Da muss ich fahren. Dann ist das ja noch einfacher, ne? Sehr doof. Weil ich will jetzt echt Sachen loswerden, ne? Mein Gott. Das ist halt ziemlich dämlich jetzt hier. Ne, entfernen, öffnen. Scheiße. Och, muss ich mit dem Quad fahren. Na naja, gut. Ist ja auch keine Schande. Irgendwie muss das Auto da wieder rausfriemeln. So, und der Kiste war ja auch noch was drin, ne? Davon ja auch nicht vergessen. Hier würde ich beide verpulvern, ehrlich gesagt. Die ganzen Kompanten. Kriege ich mal hier weg. Brauchen wir keinen Schlipper rumfliegen haben. So. Ganz unkompliziert und einfach mache ich es mir. Jetzt habe ich schon eine Metallkiste. Hier könnte eigentlich alles da rein. Was ein Blödsinn eigentlich, ne? Aber wir haben hier in der anderen Kiste ja schon so viel gelegt. Da passt ja auch ein Heidenhaufen rein. So, ja, er hört es schon wieder. Es tut mir echt leid. Ich kann das aber auch nicht ändern, ne? Also ich ziehe jetzt nicht wegen Videos um. Ich mag meine Wohnung hier. So. Irgendwie reinpfeffern den Mist. Zap, 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 zap. Das blöde Ding, das blöde Ding. Die Sortierung ist ja relativ egal. Schön. Eigentlich können wir den Rucksack so hier reinpacken. Gefüllt. Irre, ne? Aber passt nicht im Flugzeug. So, was haben wir noch? Ich muss mal schnell schauen. Nicht, dass ich jetzt losfahre und die Hälfte vergesse. Wird auf jeden Fall ein kleines Vermögen werden. So. Mein Damaskus behalte ich. Was ist denn hier, Mann? Sabber schon wieder. Durch den Bart. Ich weiß nicht, ob ihr Bartträger seid und das kennt. Man quatscht jetzt die ganze Zeit, dann sabbert man einfach. Wie so ein Kleinkind. So. Dann müssen wir wieder zurückparken. Und wupp, warum ist denn so kalt? War ein sehr zuverlässiger Motor, ne? Der geht immer an. So. Die eine Kiste, die werfen wir wieder weg. Ist jetzt leer, ne? Kann er hier draußen so lange am Stehen bleiben? Für Spenden? Ja, die habe ich repariert. Dann rein damit. Ich will jetzt kein Gerödel mehr haben, ja? Wisst ihr? Willst dann endlich auch fertig haben und sortiert. So, und dann gucken wir es mal genau. Behalten, 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 behalten. Behalten, behalten, behalten. Das kann man nicht verkaufen, glaube ich. Unter 50% geht nicht. Hose.
AS9. Magazine behalten. Behalten. Und hier kommt noch ein bisschen Kram. Ich habe gerade einen Katana von Wookie geschenkt bekommen. Vielen Dank dafür. Wo ich den Garten gemacht habe. Aber das Taudang ist ja auch ganz gut. Aber hat bestimmt Überschuss gehabt. So, eigentlich könnte ich es auch beim Squad reinpacken, ne? Den ganzen Kram. So, das sieht jetzt schon mal halbwegs sortiert aus. Dann haben wir hier noch leere Benzinkanister. Eine Waffe, die ich nicht brauche. Das ist aber nicht meine fertige, oder? Doch, das ist meine fertige. Die lassen wir natürlich hier drin. Noch einen davon. Oh, ein Rucksack. Überraschung. Ein bisschen Klamotten können ja da bleiben. Hier habe ich noch richtig viel Zeugs. Und ich glaube, wir sind durch. Was wir verkaufen können, wollen. Bin ja ein bisschen messy hier im Spiel. Ich kann nicht dafür. Das kaufe ich nicht. Das habe ich frisch geschenkt bekommen. So. Und hier ist kalt. Können wir das auch noch mit reinpacken? Ne, das ist einfach zu groß. Ne? Das fehlt ja auch nirgendwo. Kam denn der nette Herr, der mir das geschenkt hat, dazu, mir das zu spendieren? Dieses gigantische Teil. Was ja gar nicht so groß ist, ne? Das ist ja mehr Rand als Teil. Gut, dann geht's los. Kiste rein, nicht vergessen. Schlüpper. Ach komm, scheiß auf den Schlüpper. So. Und auf zum Händler. Sprit ist top. Oh, da unten hat aber einer fleißig gebaut. War das vielleicht Wookie? Weil Wookie habe ich hier rumlatschen sehen. Ich weiß nicht, was die Foundations bedeuten. Schön gemalt sogar, ne? Ist einer drin? Hier ist ein Motorrad und ein Auto. Und ein süßer kleiner Garten. Sieht geil aus, ne? Okay. Ich will euch aber gar nicht so lange quälen mit Wege. Das nervt nämlich hier. Ich weiß, warum mir kalt ist. Guck mal, wie das aussieht, was sie anhat. Ist ja was nackt. Das ist rausgeworfen. Was soll ich nur anziehen? Ja, da liegt's. Es ist einfach weg. Es ist einfach weg. Ich habe drauf geklickt, es ist einfach weg. Warum? Ah, da. Blau ist sie cool aus. Aber ist gar nicht so cool. Weil das ist keine Tarnung. Wo hat man denn blaue Tarnung? Im Wasser? Oder für wer ist denn blau? Na gut. Pause. Bis zum Händler. Kleiner Unfall. Gar keinen Schmerz verspürt. Aber scheinbar habe ich irgendeine Verletzung. Skillen. Vielleicht ist er ja das. Vielleicht ist er das. Ist das der Skill-Punkt? Für Medizin. Aber glaube ich nicht. Dass wir von keine Fähigkeiten wenigstens auf. Was kommt denn davor nach? Keine Ahnung. Nee, noch einmal. Ich muss mich noch mal verletzen. So. Weiter geht die Reise. Wir sind ja fast da. Ich fahr immer hier rum. Deswegen verletze ich mich auch immer. Aber mit dem Auto ist das nicht so schlimm, ne? Weil mit dem Kotten ist das tatsächlich schon gefährlich. Vor allem, wenn die Stacheln auf dich landen. Ich hab keinen Bock, die Serpentinen lang zu fahren. Das ist mir zu nervig. Und dann haben wir wieder unsere guten Leitplanken. Die unendlichen Leitplanken der Leitplanken. So. Juckt die Nase. Ich hole ich mir auch schönes Hunting-Scope. Finden tut man es ja kaum noch. Scopes nur die Rotpunktvisiere und sowas. Die findet man noch relativ gut. Schaff um seinen Flugzeugverkauf und Autoverkauf.
Jackies Fahrzeug sammle. $15.000 ist aber billig, ne? Dirtbike und ein Fahrrad, 4.000. Schubkarre, kauft doch keine Sau. Flugzeug, ja, sind wir viel billiger. Ein Motorboot. Eigentlich könnte er meine Flugzeuge kaufen und sie dann für den Preis verkaufen. Wäre schlau, oder? Krieg ich keinen Abnehmer, weil wir uns ja halt nie treffen zum Zeitpunkt. Naja, wenn wir live gehen, dann vielleicht. Wir mit 80.000 sind wir schon super billig. Fliegerausstattung drin, Rucksack, Reparaturwerkzeug. So, dann fahre ich eigentlich immer hier lang, aber ich habe mittlerweile gelernt, dass das hier ein besserer Weg ist. Da unten kommen wir beim Hangar raus, das bringt mir gar nichts. So. Dann erstmal wohl, ich würde sagen, Waffenhändler. Mehr haben wir ja gar nicht. Wow, so das. So, der Rucksack ist schon gefüllt mit Zeugs, was wir erstmal verkaufen. Machen wir das erstmal. Obwohl, warte mal, so Blödsinn. Das hätte ich die ganze Zeit machen können, ne? Und ich bin immer am Schieben wie ein Blöden. La, la, la. Hier war wohl länger schon keiner, wenn die Tür zu... Ne, Quatsch, war gerade das Server Neustadt. Und selten haben wir unendlich Geld. Das ist ja das Angenehme, ne? So. Kauf mir den Mist hier ab, Kollege. Zap. Ja, ein paar Sachen will ich auch selber anbehalten. Ja, die Jacke behalte ich jetzt an. Nö. Das war's. Das war ja auch die Sortierung, ne? Wir kaufen. Bank, bitte. Schlappe 3000. So. Darf er nicht markieren? Also ich kann die ganze Kiste für 19.000 verkaufen. Also fast 20.000. Die sind gut was wert. Mit Rucksack und den ganzen Kram drinne. Na, man verliert den Rucksack, ne? Das ist voll wenig wert. Das Schloss ist nichts wert hier. Wir gehen zum anderen Händler. Ja, der ist auch nichts wert. Was nichts wert ist, verkaufe ich natürlich nicht. Das ist ja Blödsinn. Boah, die Schwerter sind gut, ne? Wenn die mehr spawnen würden, wirst du Vermögen damit machen. Okay, komm. Wollen wir gar nicht. Geht gar nicht. Jetzt. Fab! Ausgewählte Gegenstände können nicht verkauft werden. Was kann er denn nicht verkaufen? Die Kiste. Aber ich kann doch nicht markieren. Ach komm, ey. Jetzt muss ich alles einzeln reinpacken. Ich hoffe. Inständig. Was, dass ich was vergessen habe. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte jetzt. So, rein. Rein. Das sind schon billige Pistolen. War nicht sehr gewinnbringend. Sogar eher negativ. Jupp. Dann behalten wir den Rucksack immerhin. Und das schon 5000 noch was. Irre, ne?
Ach, die haben wir gar nicht repariert. Na, ist egal. Nein. Was kann er nicht verkaufen? Das hier? Das Fernglas nicht? Und der Rest ja. Gar nicht lange gucken. Machen. Haben jetzt 86.000 Scummies auf der Tasche. Und da kommen noch ein paar dazu. Falscher Knopf. Machen wir doch gleich schlauerweise so. Zerstören. La 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 la. Das war gut. Das war sehr gut. Wir sind ja noch gar nicht fertig. Aber erstmal Lichtmaschine loswerden. 1000? Oh, ich wünschte, ich würde in echt auch so Geld verdienen können, ja. Aber ihr wisst ja, meine finanzielle Lage ist ein bisschen blöd gerade. Ich darf nur einen gewissen Satz haben im Monat. Der Rest wird mir geklaut. So, zap, 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 zap. Und nochmal 2000. Sehr geil. Schön. Sonst werde ich davon nichts veräußern. Ich habe mich verlaufen. Da. Schick mal Quad. Dann weiß ich, wie es so hin muss. Kaufen muss ich nichts im Endeffekt, aber wir können für die Hunter das Scope holen. Mal gucken. Wir ballern ja eigentlich auch sowieso nie, ne? Eigentlich ja völliger Blödsinn. Das Jagdzielfernrohr gibt es schön. Das ist ganz schön teuer. Das ist gut. Aber wir finden zum Beispiel gar nicht das eine kaufen. Wie viel hat das jetzt gekostet? Warte, muss ich nochmal gucken. Ich habe es gar nicht drauf geguckt, ich habe einfach gekauft. Oh, ich dachte 12.000. Das ist Scummy-Zeichen davor, hat mich jetzt erschrocken. PU-Zielfernrohr. M1-Zielfernrohr. Ach ja, das, die haben ja ihre eigenen, wie ZF-39 aus dem Zweiten Weltkrieg und das M1-Zielfernrohr. Das Vampir-Ding da ist ja nachtsichtfähig. So. Ja, damit bin ich schon glücklich. Da können wir nochmal in die Stadt fahren. Das wird nämlich gerade dunkel. Ich merke das schon wieder. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts falsch gemacht und verbummelt oder verkauft, was ich behalten wollte. Unreparierte Helme, ziemlich dämlich, aber egal. So, wir sehen uns gleich bei der Stadt. Ein ganz, ganz kleiner Stein und ich habe einmal ganz feste geschleudert und habe mich überschlagen. Aber da war wirklich nur so ein Fetzen da auf dem Boden. Und sie hat sich einmal richtig wamm, gedreht und war sofort tot. Naja, da wird wohl Sektorspawn am sinnvollsten sein. Auch ein Leben wird das weniger. Wo sind wir denn jetzt? Ich weiß gar nicht genau wo. Die Scheiße, hätten wir wieder gucken sollen. Naja, die Sonne geht unter und dann finden wir nachts das Squad bestimmt. Ich hab gerade überhaupt keine Orientierung. Da. Dann ist der Händler. Oh Gott, ich weiß wirklich nicht, wo ich war. Gott sei Dank bin ich atmen und kann gucken, aber mache ich nicht. Wir waren noch nicht weit gefahren vom Händler. Sind rausgefahren und dann wollte ich hier hoch. Hier ungefähr. Na so. Shit. Nein, die Sonne, die ist schon fast untergegangen. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Laufen tun wir schon mal richtig. Ich hätte noch den Airdrop gerne mitgenommen. Jetzt ist es aber zu spät. Baue mir jetzt nichts. Habt ihr meine Shorts schon geguckt? Ich mache gerade aktuell, spiele ich abends manchmal Scum, nicht auf unseren Server, sondern auf offiziellen, wo immer was los ist und wo sich keiner leiden kann, warum auch immer.
Es werden immer Teams gesucht, aber keiner hat Bock. Und da ist egal, da fightest du mit jedem. Hab schon zwei Shorts aufgenommen. Ist halt immer blöd, ich muss mich mal ganz neu ausrüsten, etc. Wir haben nur 83, dann werden wir entkommen. Oh, jetzt darf ich es wieder suchen, ey. Nur weil ich nach Hause fahren wollte. Eigentlich wollte ich zu der Stadt fahren, da. Weiß aber nicht, wie weit ich schon gekommen bin, ehrlich gesagt. War ein sehr überraschendes Überschlagen. Aber ich war noch nicht bei den Serpentinen, das weiß ich. Ich bin ziemlich nah an der Stadt vorbei. Ich bin da lang gefahren, ja. Oh Gott. Ich bin bei der Stadt vorbei. Dann habe ich gedacht, so, mache ich jetzt Looty-Looty? Nee. Hier, irgendwo hier. Sehen wir uns gleich da. So, mein Gedächtnis, was natürlich perfekt funktioniert. Ich verbummel nichts und bin immer orientiert. Ja, sagt mir, dass ich hier irgendwo gestürzt bin. Ich bin noch gar nicht bei der Stadt vorbeigefahren. Naja, steht es davon? Schon ist das. Ne, das ist ein Stein. Hat ein Zombie mich verfolgt, aber können sie machen, wie sie Lust haben. Da bin ich immer gespannt. Ich wollte nämlich da lang, das weiß ich. Und dann war das so ein ganz kleiner, popeliger Kackstein, der mich erwischt hat. Wisst ihr eigentlich, dass ich alle, habe ich, ich hoffe, ich habe nicht alle Nachtsehgeräte verkauft. Aber ich muss nochmal den Weg zurückverfolgen. Denn gleich wird es richtig schwer zu finden. Im Dunkeln. Im Junkeln. Nee, wir waren schon weiter. Ich war schon weiter. Wir. Ich sag mal wir, als ob ihr schuld seid. Aber meine eigene Schuld. Aber so dicke Brocken bin ich halt nicht gefahren. Ich bin nicht blöd. Nein. Ich hab mein Quad verbummelt. Als Admin kann ich den Befehl eingeben. Hier. Hashtag. Show other player zombies vehicle locations und dann true und dann würde ich es jetzt sehen, aber ich habe es nicht aktiviert. Aber ist ja auch unfair den anderen gegenüber, ne? Aber ich glaube, jetzt werde ich aktivieren müssen, sonst werde ich es nicht finden. Die Folge wird nie fertig. Gott, ist jetzt auch kein riesen Karren, ne? Also. Ja, genau, ich bin hier gefahren. Nö. Und habe ich gemerkt, ah, die Straße ist ja falsch. Und dann bin ich da runter gefahren. An der Leitplanke vorbei. Da steht's. Ich hab's gefunden. Und dann bin ich hier lang gefahren. Hier war nämlich gar kein Stein hier durch so. Und dann bin ich wohl hier an der Kante gekommen oder sowas. Und da liegt so unser Schätzelein. Tot. Ordentlich einen auf den Dez bekommen hat es auf jeden Fall. Wisst ihr was, den mache ich mir mal als Lappen. Den Schlüpper lege ich in eine Kiste, den könnt ihr euch dann abholen, den original Steffi-Schlüpfer. Damals hatten wir tatsächlich ja eBay-Versteigerung mit Steffi-Schlüpper-Bildern, ne? Das war aber auch ein geil gelungenes Ding, ey. Das hat echt Spaß gemacht. Crafting, da können wir uns ein Bündel machen. Einfacher. Wenn ich wüsste, wo es ist, da. Da war auch nichts mehr mit Heilung. Also die Pobacken sind so groß, dass die Pixel nicht ausreichen. Gut, dann habe ich jetzt die Stadt hier, ne, weil es gerade dunkel wird. Und dann geht's nach Hause. Aber ich habe jetzt echt, ich habe kein einziges Nachtsichtgerät mehr. Ne? Ich habe alle verpulvert. Na, ich war doch nicht so dumm. Hab auch für Nuss... Was ist das denn, Saft?
natürlich nicht. Und dann Baum. Blub. Ah, da bin ich froh, dass das nicht verschwunden ist. Instant gefunden. Bisschen Hungerdurst hat sie, ja, ne? Cocktail. Sellerie kann man leider nicht als Samen machen. Es gibt noch eine Menge Sachen, die nicht als Samen funktionieren, ne? Oh, Fleischerbeil. Fleischerbeil, da fällt mir gerade ein. Ich gucke mir abends letzte Zeit immer Metzgermeister Rögele an. Ich verlinke dir mal mit in die Kommentare. Ey, der hat Unterhaltungswert. Ich bin ja gelernter Metzger. Und ich habe echt Bock, wegen denen wieder richtig Metzger zu werden, ja. Aber ich kann natürlich verdiene ich ja nicht so viel wie im Rettungsdienst als Notfallsanitäter. Aber der zeigt euch da, wie man Schweine zerlegt, verschiedene Wurstsorten herstellt. Und der hat ein unglaubliches Entertainment-Feeling, der Typ. Der hat das einfach richtig drauf, ne? Hatten wir nicht Scummies hier drin? Oh, hab ich Scummies verkauft? Geht das? Aber wie gesagt, den tue ich einfach mal mit verlinken, den netten Herr. Metzgermeister Rögele ist ein ganz junger Typ. Ja, das darf natürlich nicht fehlen. Ist ein ganz junger Typ. Aber Meister, ne? Und erzählt davon auch. Macht jetzt keinen überheblichen Eindruck oder sowas. Der hat für alles Maschinen. Das hatte ich gar nicht damals als in meiner Lehre zum Geselle. Ne, der Abdrehmaschinen, alles. Und das ist super interessant einfach. Das dauert nur eine halbe Stunde, so ein Video, oder ganze Streams immer mittwochs. Die sind richtig gut. Macht richtig Spaß zu gucken. Ich glaube sogar auch für Leute, die in der Materie sich gar nicht auskennen, weil er zeigt, wie das geht. Wie macht man eine Mettwurst? Wie macht man eine Leberwurst? Wie macht man eine Fleischwurst? Aber manche interessiert es natürlich nicht, ne? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob er da mal reingeschaut hat, oder tut bei ihnen in den Kommentaren schreiben, liebe Grüße von 32 Spiele. Dann spammen wir den voll. Und abonniert den auf jeden Fall. Der hat ja 10.700 Abonnenten oder so. So, wir gehen mal zur Polizei. Solange es so hell ist, möchte ich das noch ein bisschen nutzen. Da werden wahrscheinlich wieder 38 Milliarden 500 Zombies kommen. Wie wir mit dem Metzgermeister Rögel dann zu Wurst verarbeiten. Einfach eine Tür. Ich könnte jetzt eine Batterie gebrauchen, falls es dunkel wird. Mach zu, damit ich zumindest ins Klopfen. Schwing. Was liegt da? Eine Regenjacke. Bam! Tau dann! Oh, ich muss schon wieder so pinkeln, ne? Dieser Kaffee. Warum trinke ich Kaffee vor Videos machen? Ah ja, voll gute Laune, obwohl morgen muss ich arbeiten und Samstags Dienst. Heidewitzka, der Kapitän, sage ich euch nur. Aber ich denke mal, dass die alle Geld bekommen haben, außer ich. Ich bin wieder pleite. Außer ihr doniert was auf PayPal. Battle. Nein, Quatsch. Ja, die anderen haben wahrscheinlich Kohle bekommen und dementsprechend werden sich morgen ordentlich die Kante geben, ne? Und du hast dann Dienst an dem Tag. Das ist natürlich hart. Da arbeite ich viel mit der Polizei zusammen in solchen Tagen. Metzgermeister Rögle, tut mir leid, ich werf das mal raus. Wie gesagt, super sympathischer Typ. Super, super sympathisch. Hunter-Munition. Brauche ich mehr? Nein, verweigere ich. Verweigere ich auch. Verweigere ich auch. Aber wir können ja so machen, auch Spaß. Weil das eine riesen Freude ist. Ich brauche eine Batterie. Wir haben so viele geladene Batterien, ne? Und ich hält. So, völlig für die Katze geladen. Komm nicht auf die Idee, dass man Nacht wird vielleicht in dem Spiel. Hab ich schon? Ja, nee. Schloss.
Fetzen. Wer tut da denn Fetzen im Schrank? Rein? Wo ist denn die Tür? Hä? Bin ich jetzt denn reingekommen? Boah, das wird eine Horde, Leute. Mitten im Dunkeln. Dann zeige ich euch der Metzgergeselle Tim. Der Quass heißt ich ja mit Nachname. Wie man heute Zombie-Geschnetzeltes herstellt. Boah, ich würde echt gerne den Meister machen. Der dauert nur 4 Monate. Aber der kostet, glaube ich, 7.000 oder Euro oder 4.000. Wo sind denn die Zombies? Mal so dunkel ist es ja gerade noch gar nicht. Da kommt er endlich. Was ist er davon? Der Rumgealbere hier. Aber wäre cool, wenn ihr den Metzgermeister da mal anschreibt. Und liebe Grüße von 321 Spiele. Großer Fan. Wenn der, ich glaube, das sind so an die 400 Kilometer, die da von mir weg wohnt. Weil der hat auch einen Online-Versand. Da weiß man, wo der wohnt. Die Metzgerei natürlich ist. Und da würde ich ja echt mal hinfahren und mit denen eine Wurst machen. Ey, das wäre so geil, ne? Ich hätte so Bock mal wieder. Das hört sich mal blöd an, eine Wurst zu machen, aber ich habe mal wieder Bock. So, ich glaube, die Zombies sind mal los. Vielleicht habe ich dann für immer da, als Geselle. Nein. Das haben wir alle unsere schön Dietriche verbraucht. Och, das kann doch nicht wahr sein. Immer diese Kacke. Waschen. Ich muss dich einmal hauen lassen noch, ne? Das ist schon wichtig. Hier waren wir doch schon drin. N passiert leider nichts. Ich habe außer dem B gedrückt, hab ich gesehen. Halt. So. Dietriche. Immer alle raus, dann sind die weg. Der eine Box stört. So. Oh, meine Hose rutscht echt. Maurer-Dekolleté. Kalt am Hintern. Heute sind eine Menge Informationen. Kanalinformationen. Metzgermeister Rögele Informationen. Panzerbrechend. Das braucht man nirgendwo. Und ein bescheuerter Feuerwehrhelm in der Polizei. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ein Wurfmesser. Immer da auch eine Batterie. Kann man ja überall. Geil. Überall finden. Hier hat er geklopft, oder was? Ich hoffe, ihr seht was, aber ich glaube schon. Ein Polizeiknüppel, den habe ich eigentlich noch nie so richtig benutzt. Müssen die Gefangenen hier eigentlich im Stehen schlafen? Hier müssen sie übereinander schlafen. Eigentlich kann die ja bewegen. Ich bin schade, dass man die nicht claimen kann. Die Zellen. Das ist schon ulkig. Die roten Handschuhe, ich jetzt hab. Würde ich eigentlich nur noch eine Batterie wollen. Was? Was? Warum finden wir die Magazine, die wir brauchen? Das ist nicht natürlich in meiner Welt. Ich weiß nicht, was das für ein Getränk ist. Nur kurz Pause, ich muss Pipi, halt mir aus. So. Noch schnell die Wäsche rausgenommen. Dank euch habe ich ja die Hälfte von meiner Waschmaschine zusammengekriegt.
70 Euro, glaube ich, die Waschmaschine. Das ist ja so eine Wohnmobil-Waschmaschine. Müsst ihr mal eingeben, Wohnmobil-Waschmaschine, dann wisst ihr, was das für ein Teil ist. So eine Batterie werde ich jetzt niemals nie finden. Weil ich jetzt eine brauche, ne? Das ist das Problem. Küchenmesser habe ich schon eine Menge gefunden. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. So, ja, wir haben natürlich noch eine Menge Häuser. Die Stadt ist Gott sei Dank so ein bisschen beleuchtet. Oh, wieder Metzger, Messer. Beil. Der ganz große heißt Heuer. Das weiß ich noch nicht. Oder hieß er Heuer? Bin schon wieder durcheinander. Weiß nicht, das Barett ist neu, deswegen nehme ich es auch mit. Die Röcke waren hässlich. Da waren die Minis besser, ne? Oder sind besser. Gibt's auch gar nicht. Ich finde eine Batterie. Was sagt denn die Ladung? Werden wir gleich sehen. Oh nein, die geht nicht. Er sagt grün, aber geht nicht. Ist da einer drin? Ja, hier. Aber ganz leer. Man kann die hier weg, weil die leeren nichts bringen. Kann man nicht laden. N. Oh, scheiße. Mit Störung im Bild. Mal schön auf Ersatz. Ich habe eine gefunden, die war aber ziemlich leer. Wieder dieser hässliche Rock. Naja, komm, ich fahre jetzt nach Hause. Wo soll ich jetzt hier groß suchen? Polizei haben wir durch. Wo ist denn die Polizei? Wo bin ich überhaupt? Und wer bin ich? Und warum überhaupt? So. Hier gucken wir nochmal rein. Da gibt es noch eine Batterie, eine neue. Muss ich im Dunkeln nach Hause fahren? Hab Angst. So. Oder was zu süppeln drin. Brauche ich aber nicht. Ich glaube, ich laufe massiv falsch, ne? Kaum ist das Bild grün, komme ich gar nicht mehr klar. Also mit den Reifen habe ich eigentlich nie Probleme. Dass man so Repair-Sets braucht. Ich habe nie einen Platten. Ganz selten. So, wo bin ich hier? Da ist das Meer. Dann müsste ja da die. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Da hinten ist ja die Tankstelle. Naja. Messer, überall Messer. Boah, ich werde weg von meiner Karre. Auf nach Hause. Wir sind schon bei 53 Minuten. Schon wieder so schnell, ey. Aber jetzt schon 1 Uhr. Also 12 Uhr 59. Oh, ob das die Batterie noch hält so lange. Wo war er denn jetzt? Blaster. Manchmal wurde meine. Er hat's nicht geschafft. Manchmal wurde meine Videos sogar geclaimed und dann wieder freigeschaltet von den Entwicklern. Wegen der Musik. Weil ich bin ja offizieller Content Creator von Scum, da darf ich die Musik ja nutzen. Oh komm, scheiß auf das olle Schloss. Oh. Das war's mit der Batterie.
Hier gibt es keine Batterien. Rausmachen, Scheiß. Na, die sah auch nicht mehr so dolle aus, muss man schon sagen. Eine Dreheinheit. Naja, das war noch ein Versuch wert. Okay, auf nach Hause. Taudang auf dem Rücken. X gedrückt. Ah, nein, das ist ein Militärfahrzeug. Hat da kein Licht. Aber ich war ja 8 Jahre Soldat. Und wir haben Licht gehabt. Bei Militärfahrzeugen. Man konnte aber auch Tarnlicht anmachen. Das waren nur ganz dünne Schlitze, die ganz knapp auf dem Boden geleuchtet haben. Damit du wenigstens ein bisschen was sehen konntest, ja? Beim Fahren. Aber ansonsten hat man auch normale Lichter gehabt an Fahrzeugen. Man ist ja nicht immer im Krieg. So, dann sehen wir uns gleich zu Hause. Hoffentlich nicht mit dem Fallschirm. So, trotz Stockdusteren ist mir gerade eingefallen, dass ich mich ja noch einmal verbinden muss, um den Skill Heilung ein bisschen besser zu machen. Oder Medizin. Das heißt, wir können ja hier uns einmal schlagen lassen. Antibiotika habe ich dabei. Aua. Ich sehe auch nichts, ey. Hört sich komisch an, ne? So ein Fetisch. Schlagen lassen. Ein bisschen Glück finden wir an der Batterie. Während wir auch einen Zombie suchen. Könnt ihr auch irgendwo runterspringen, ist klar. Das ist geil. Das will ich ja eh mehr benutzen. Das können wir direkt machen, wisst ihr? Quatsch, was mache ich denn da? So. Das ist ja mein Bündel. Da. So lautlos. Zap. Man sollte trotzdem noch irgendwo reingucken, ne? Und wenn wir schon so viel quatschen heute, kriegt einer von euch eigentlich auch diesen Beef mit zwischen KuchenTV, wenn ihr den überhaupt kennt, bestimmt, und Shoyoka? Das ist so übertrieben. Die machen da Millionen und verlieren Gelder und was sie nicht durch Gerichtstermine etc. Was die sich da unnütz streiten. Weiß nicht, das wird mir mal vorgeschlagen. Nochmal so als Frage an euch. Ob ihr das auch mitkriegt oder habe ich halt so einen komischen Suchverlauf bei YouTube. Was mache ich überhaupt? Ich suche doch, muss die Polizei. Warum gucke ich mir jetzt eine Wohnung an hier? Ja, schöne Garage, da kann man nochmal reinäugeln. Dann sehen wir vielleicht auch was. Ich habe Gamma schon so hoch, ja? Mal. Wo ist denn hier die Polizei? Aha! Vielversprechend. Randvoll das Ding, geil. Und dann erstmal im grünen Licht Pipi machen. Ist das hier? Ja, das ist die Polizei mit den Satellitenschüssel. Das sind immer Zombies. Immer. Blödsinn. Ja. Oh Gott. Elektrische.
Das geht dir immer auf den Sack, ne? Zombies, ist er doch sonst immer da, da. Komm mit. Komm mit. Kletter aus dem Fenster. Ganz schwerer Reflex, nichts zu machen. Au. Au. Au, komm, mach gar kein Damage. Au. Au, mach gar keinen Schaden. Doch jetzt. Jetzt muss ich mich heilen. Jetzt kommen sie. Das ist gut jetzt. Jetzt habe ich genug Dresche gekriegt. 1, 2, 3. Tatü, der passt sogar jetzt, ne? Medizin und Verbinden und Martinshorn. Das müsste es aber schon sein jetzt. Anfänger, Medizin. Wenn ich die jetzt heile. Also hier kann man nicht, ne? Doch, oder? Das geht tatsächlich. Einzelne. Also das geht wieder nicht. Doch, muss hier. Aber nicht die Verbände, nur der. Fragezeichen Alkohol. Geht komplett weg. Desinfizierst echt die Wunde. Null. Nicht schlechter Specht. Ich hoffe, du gar nicht bist. Verbinde dich. Haben wir trotzdem noch eine Seuche, aber es macht nichts, denn wir haben Antibiotika. Bevor die jetzt überhand nimmt, die Seuche. So, wo habe ich denn geparkt nochmal? Ey, scheiße. Ich heute verbumme ständig mein Auto. Ups. Das ist nämlich unten in der Stadt. Das sind wir ja gerade. Richtung Westen. Aber jetzt, ey Gott, ich bin heute Alzheimer-Patient hoch 10. Ja, in die Stadt gefahren. Ich kann mich immer gut erinnern, wo wir hingefahren sind ungefähr. Nämlich hier am Zaun lang. Ach, heute ist auf zu looten. Fahr nach Hause. Folge muss ja auch noch online kommen. Aber auf der Straße stehen wir irgendwo. Ja. Habe ich extra unter der Laterne gestellt, weil ich so schlau bin. Zap. Und dann geht's nach Hause. Dann sind wir uns da. Ich fahre auch nur Straße, kann eigentlich nichts passieren. So, da ist unsere liebe Steffi auch wieder zu Hause mit Appetit. Aber wir haben noch MREs, da können wir eins von naschen. Oh. Haken das Ding hier noch schick ein. Oh, 1 Stunde 5 Minuten gleich, wow. Aber manchmal kann ich zocken, als ob es ja morgen gibt, ne? Du hast ja irgendwie immer was zu tun, auch in Scum. Auch wenn man es nicht mehr glaubt, ne? Aber man hat irgendwie, man guckt dann wieder in den Einschrank rein, denkt man, scheiße, da ist so viel drin, kann man was verkaufen. Und dann wieder sammeln. Man hat ja immer zu tun. Oder zum Friseur gehen. So. Sehr geil. Dann essen wir ein MRE. Eine Waschmaschine wäre noch spannend im Spiel.
Trinken das Blubberwasser? Mal hier waren noch Sachen zu verkaufen. Ach ja. Wenn ich was nicht vergessen würde. Schmatzt die eklig. Da ist noch was zu verkaufen. Hunderter Schleifstein, haben wir unten noch einen, den will ich jetzt irgendwie nochmal benutzen für meinen Tangdao. So. Dann würde ich noch Nähzeug herstellen. Kann ich schon die ganze Zeit. Und mich mal nach meiner Dresche ein bisschen flicken. Aber die Dresche hat sich gelohnt. Wir haben den Skill erhöht. Den nächsten von Steffi, der sich erhöht. Hast du das, wenn da so rote Abschnitte drin sind? Aber ich hasse das auch, wenn da Flicken drin sind. Oh nein, warum habe ich das da an? Socken interessieren mich nicht. So. Dann ist er jetzt satt und hat getrunken. Ist repariert. Und kann pausieren. Wie sieht es aus hier unten? 70 Essen. Boah, das war aber echt wenig. Ausruhen. Und unsere Verletzungen sind auch alle ausgeheilt. Da ist keine Verseuchung mehr am Start. Eines weg. Und das hier dauert wieder ein bisschen, weil eine Stunde spielen und du bist 80 Jahre K.O. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.